Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist mein Geburtstag. Ja, ich feiere ihn alleine das erste Mal. Ich kann es kaum glauben. Ich hab einen Kuchen gebacken. Einfach einen Käsekuchen. Ja, die Hälfte davon habe ich gerade an der Türübergabe meiner Mutter gegeben. Sie hat mir ein Geschenk gegeben. Was soll man machen? Ja, wir halten uns daran, möglichst wenig Kontakte zu haben zu anderen Menschen. Auch wenn wir nicht infiziert oder es nicht wissen, keine Ahnung. Irgendwie habe ich auch immer wieder so ein Halskratzen, gerade wenn ich so an die frische Luft gehe. Es haben aber total viele, die das irgendwie berichten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das versucht irgendwie rauszukommen oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, ich halte mich an die Regeln. Leider meine Nachbarn nicht. Nicht alle. Die Menschen regen mich extrem auf. Sie sind extrem fahrlässig und extrem dumm. Und das zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten. Also auch Menschen, die irgendwie einen Uni-Abschluss haben oder so, sind genauso dämlich wie... Ja, also es hat nichts mit... Wirklich nichts mit... Also ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist einfach tragisch, was hier passiert. Ja, jetzt sitze ich hier. Eigentlich hätte ich ja jetzt bei Mickey Mouse gesessen. Das ist so krass irgendwie. Man hat so... Das ist so, als wenn das nicht real wäre. Und vor allem, wenn ich dann sehe, dass die Kinder draußen spielen und so tun, als wenn alles normal wäre. Ich wurde ja von meiner Nachbarin auch ausgelacht, deswegen, also ist es ja alles nicht so schlimm. Und ja, ist nicht so schlimm, ne? Nein. Wir haben einen unbekannten Virus, gegen diesen es kein Gegenmittel gibt. Er sich sehr schnell verbreitet. Und ja, wenn man einer von diesen 5 Menschen ist, bei denen der Krankheitsverlauf schwieriger ist, oder wenn man tatsächlich beatmet wird, das ist ja auch so ein Ding, das sagen sie ja nicht im Fernsehen, dass die Leute, die dann wirklich auch beatmet werden, eine sehr, sehr, sehr geringe Chance haben, da wirklich lebend rauszukommen. Das, ich glaube, die Menschen sind nicht in der Lage, die verstehen das nicht, die können das irgendwie nicht. Also wir bleiben zu Hause, gucken, dass wir so wenig Kontakt mit Menschen haben, und wir gucken, dass wir auch, also ich habe heute FaceTime-Anrufe bekommen und einfach, ja, WhatsApp-Nachrichten und so. Und das reicht auch, ist okay, alles ist gut. Ja, jetzt feiere ich hier meinen Geburtstag mit meinem Törtchen. Tadam. Lustig, oder? Crazy. Na, dann wünschen wir uns doch mal was, oder? Wünschen wir uns doch mal, dass diese dämliche, ja, Sache ganz schnell vorbeigeht. Ja. Ja, was werde ich machen? Ich mache seit Tagen tatsächlich nichts. Ich habe auch irgendwo... Also das Ding ist, die Leute, man weiß ja so gesehen nichts darüber, sozusagen. Virologen so sagen auch, dass da wirklich, ja, es gibt halt weder Studien noch irgendwas anderes, man weiß nicht, ob es mutiert oder nicht, aber diese Sicherheit der Leute, das regt mich so auf. Also bei uns sind auch alle Cafés weitestgehend einfach geöffnet. Die Leute haben überhaupt gar keine... Bedenken, die verstehen das nicht. Also wenn jetzt nicht sichtbar irgendeine Bedrohung herrschen würde, wenn jetzt nicht irgendwas vom Himmel fällt, ja, dann habe ich das Gefühl, dass es einfach 90% der Gesellschaft nicht versteht. Aber was soll man sagen? Es ist halt, wie es ist. Ja, nach draußen gehen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also wirklich, ich hab tatsächlich echt das Gefühl, es ist zwar eine Tröpfcheninfektion noch irgendwo, aber man weiß ja nicht... Dieses Halskratzen ist schon eigenartig, dass man Halskratzen irgendwie hat. Das finde ich ganz, ganz komisch. Und gerade auch, wenn man irgendwie mal draußen war. Ich gehe ja wirklich auch nur zum Einkaufen raus. Ansonsten versuche ich da zu bleiben und einfach, ja, die Zeit irgendwie totzuschlagen. Klar muss man jetzt arbeitstechnisch wichtige Dinge abarbeiten, die halt nicht gehen oder so, die man halt nicht aufschieben kann. Aber ja. Ich bin so sauer, das ist so unglaublich. Immer noch.
auf meine Mitmenschen. Man lernt die Leute jetzt in dieser Krisensituation so richtig kennen. Da lernt man so richtig den Charakter der Leute kennen. Und sehr erschreckend. Sehr erschreckend. Und vor allem, ich kann jetzt ja den Kindern nicht vorwerfen, dass die jetzt hier irgendwie draußen rumturnen, obwohl wir in einer Gegend wohnen, wo tatsächlich jeder ein Stückchen Garten hat. Das heißt also, es gibt gar keinen Grund. Man ist nicht eingesperrt. Es gibt Menschen, denen geht es viel, viel schlechter. Es gibt Menschen, die wohnen in Wohnungen, vielleicht 70, 80 Quadratmeter ohne Balkon. Die haben gar keine Chance, irgendwie rauszugehen. Und wir haben hier noch so eine schöne Situation, dass wir einfach auch wirklich eine große Wohnfläche haben. Ja, die Wohnungen sind hier alle über 100 Quadratmeter groß. Das heißt, man hat genug Platz, sich auch zurückzuziehen, zu spielen oder keine Ahnung was zu machen. Und man hat auch genug Platz draußen auf der Terrasse zu sitzen oder so. Es ist ja jetzt nicht so, dass man eingesperrt ist. Und trotzdem wird sich hier getroffen und es wird einfach alles ignoriert. Das macht mich so wütend. Also ich wünsche mir wirklich auch für Nordrhein-Westfalen, das ist ja hier die schlimmste Seuchengegend, dass auch, oder deutschlandweit überhaupt auch, dass Ausgangssperren kommen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was habe ich denn hier bekommen eigentlich? Wollen wir jetzt nicht mal über sowas reden, sondern, ach wie cool, meine Mutter hat mir Deko geschenkt. Wie schön. Ja. Und ganz viele Öle. Rosenöl, Zitrone, Duftöle, Eukalyptus, ach Gottchen, wie süß, und Oreganoöl, voll süß. Ja, und dann noch Nelken, Zitronenöl, irgendwas und natürlich eine rosane Karte. Oh Gott, wie schön. Ich zeige euch den Moment. Boah, ist die schön. Die ist ja hier mit... Oh mein Gott, wie schön. Das freut mich aber. Das freut mich echt. Ja, das Leben ist voller schöner Momente. In solchen Krisensituationen hat man tatsächlich, andere Prioritäten sozusagen. Hier meine Wunde übrigens, wo ich mir das abgeschnitten habe durchs Gemüseschneiden, ist Gott sei Dank jetzt auch fast schon verheilt. Ja, aber schlimm, also so schlimm ist es ja nicht. Ich habe ja ein Törtchen, sogar mit Kerze. So schlimm ist alles nicht. Es ist natürlich auch, ich befürchte, dass es auch psychologisch irgendwas mit den Leuten zu tun hat, dass sie das einfach nicht verstehen, nicht verstehen können und einfach auch irgendwo ja, drastische Maßnahmen brauchen oder klare Worte, so wie das in Frankreich beispielsweise ist, wenn der französische Präsident hat einfach gesagt, wir befinden uns im Krieg. Ganz einfach. Und der Feind ist nicht sichtbar. So, und bitte bleibt alle zu Hause. Oder nein, es wird angeordnet, zu Hause zu bleiben. Und insofern gibt es da keine Widerrede. Und hier habe ich so das Gefühl, dass den Leuten das teilweise egal ist. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob sie das vielleicht auch irgendwie nicht verstehen wollen. Und dann gibt es natürlich auch noch die irgendwie noch nicht mal 3 Tage es schaffen, mit ihren Kindern rumzuhängen. Also... Ich kann es nicht nachvollziehen. Man sollte doch vielleicht auch mal diese Gelegenheit nutzen oder sich auch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Die Zeit ist so, so kurz, das Leben ist so kurz, ja. Und man weiß nicht, was passiert und man weiß nicht, wie lange man lebt. Man sollte einfach mal dankbar sein und das Beste daraus machen. Und auch wenn draußen die Sonne scheint, blauer Himmel ist und 20 Grad sind, sollte man doch besser zu Hause bleiben, damit es einfach allen besser geht. Beziehungsweise, dass nicht alles so um sich schlägt und wir im Endeffekt dann mit 10 Millionen Toten oder so hier sitzen. Weil, wenn man sich das überlegt, die Infektionsrate und im Grunde genommen sind ja alle gefährdet. Ich kenne kaum jemanden, der gesund ist. Es sind alle gefährdet. Es gibt keine Intensivbetten. Ja, ist halt, muss man sich halt so... Ja, das hat auch Nachteile, in so einem Ballungsgebiet zu wohnen, ehrlich. Es wäre jetzt schöner irgendwo am Land, wo einfach auch keiner ist, aber egal. Ja, was soll ich sagen? Das war's jetzt. Ich würde sagen, ich werde hier einfach, ich kann auch irgendwo kein Happy Content liefern, weil es gibt einfach nichts zu lachen. Ja, ich werde jetzt hier sitzen, den Kuchen gleich, also jetzt nicht den ganzen, aber ein Stück Kuchen essen und... Dann gucken wir mal.
Ein paar Glückwunschkarten haben mich aber auch schon erreicht. Einmal hier so eine schöne. Und die hier. Voll schön, ne? Voll schön. Ja, ich würde sagen, ich melde mich irgendwann die Tage. Ich versuche jetzt aber wirklich, auch wenn ich hier irgendwie die Stimmung nicht so gut ist und man irgendwie so ein bisschen gefangen ist, so, ich versuche irgendwie trotzdem irgendwas zu kochen oder zu backen oder so, vielleicht mal was zu teilen. Der Kuchen übrigens, es war heute auch wieder Freestyle. Ich glaube, der schmeckt ganz gut. Da habe ich so ein Stückchen, das ist abgefallen, habe ich probiert. Das war richtig gut. Wenn das wirklich richtig, richtig gut schmeckt, wenn man so ein Stück nimmt, dann werde ich das Rezept auf jeden Fall auch mit euch teilen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geht. Hat sich irgendwas verändert an der Situation? Ja, wie geht's euch? Was macht ihr? Und ja, ich würde mal sagen, bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.